Darüber gesprochen habe ich vorhin mit Katrin Hondel, unserer Korrespondentin für die Schweiz, und habe sie gefragt, weiß man denn schon mehr darüber, wie es zu diesem Riss gekommen ist? Also das zuständige Schweizer Bundesamt für Straßen, Abkürzung ASTRA, spricht von Spannungsumlagerungen im Gebirge, also Bewegungen im Gotthardmassiv. Die gibt es ja immer wieder, die Berge sind nicht so stabil, wie wir immer meinen, wenn wir drauf schauen. Ja, und diese Bewegungen, die hätten zu Druckveränderungen geführt und eben den Tunnel belastet. Es sieht aber wohl so aus, als ob sich der Schaden in Grenzen hält. Dieser enorme Riss, den Sie gerade beschrieben haben, von immerhin 25 Metern, ist ja in Anführungszeichen nur in der Zwischendecke des Tunnels, ja, und nicht am Tunnel selbst. Und so erklären das die Fachleute, die Zwischendecke trägt im Wesentlichen nur ihr eigenes Gewicht und ist eben für die Lüftung des Tunnels wichtig. Und ja, die soll jetzt schnell repariert werden. Da wurde wohl schon heute Nacht mit